Sehr geehrte Damen und Herren, immer wieder sitzen Patienten mit unklaren Knochen- oder Weichteiltumoren vor uns in der Sprechstunde, bei denen wir eine Biopsie zur weiteren Klärung vorschlagen. Kaum hat man es gesagt, sieht man dann beim Patienten direkt die Ablehnung und hört die Antwort: Eine Biopsie möchte ich in keinen Fall. Bitte entfernen Sie den Tumor doch direkt vollständig. Ich möchte vermeiden, unbedingt vermeiden, dass der Tumor durch eine Biopsie noch mehr zum Wachstum gereizt wird oder gar streut. Egal was es ist, wenn wir dann antworten, das können wir in keinem Fall verantworten, ist das Unverständnis oft groß. Deshalb haben wir jetzt diesen kurzen Videobeitrag vorbereitet, in dem wir einfach einmal erklären, weshalb die Biopsie eine für uns so wichtige und unverzichtbare Maßnahme ist. Generell gilt: Keine Therapie ohne Diagnose. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, zu denen ich nachher noch einmal kurz etwas sagen werde. Zum einen entscheidet die Diagnose, ob und wie weit im Gesunden der Tumor entfernt werden muss. Ein gutartiger Tumor benötigt in der Regel keinerlei Sicherheitsabstand, er kann marginal entfernt werden. Ein bösartiger Tumor muss aber mit Sicherheitsabstand entfernt werden. Dazwischen gibt es natürlich Grauzonen, in der Medizin gibt es nicht schwarz und weiß. Aber um zu entscheiden, welcher Sicherheitsabstand notwendig ist, müssen wir die Diagnose vorher unbedingt kennen. Sicherheitsabstand bedeutet ja in der Regel auch immer einen Verlust vom gesunden Gewebe um den Tumor herum. Deshalb können wir nicht von vornherein sagen, ja, das machen wir mit einem weiten Sicherheitsabstand, dann ist der Tumor vollständig entfernt. Wenn Sie sich einen Tumor vorstellen, bei dem oder der relativ tief liegt und wo man dann relativ viel Muskulatur entfernen muss oder gar plastisch-chirurgische Maßnahmen zur Rekonstruktion des durch die Herausnahme des Tumors entstandenen Defektes notwendig werden, ist das sicher verständlich für Sie. Noch dazu empfehlen wir bei einer ganzen Reihe von malignen Tumoren eine Vorbehandlung, sei es eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie. Beides wird häufig durchgeführt, bevor wir den Tumor selbst entfernen. Auch hier benötigen wir aber unbedingt die genaue Diagnose vorher, damit wir überhaupt in der Lage sind, dieses gemeinsam mit Ihnen zu entscheiden. Insofern führt an der Biopsie in den allermeisten Fällen kein Weg vorbei. Eine Ausnahme sind kleine Tumoren von unter 3 cm, die oberflächlich liegen. Hier kann man unter Umständen entscheiden, den Tumor direkt und vollständig zu entfernen, aber marginal, mit keinem wesentlichen Sicherheitsabstand. Handelt es sich jedoch dann um spezielle Formen von gerade eben bösartigen oder bösartigen Hauttumoren, muss man auch dann einen größeren Sicherheitsabstand wählen, das heißt, man muss dann nochmal nachschneiden. Das erfordert dann in vielen Fällen wieder eine plastische Deckung, zumindest mit einer Hauttransplantation. Insofern neigen wir auch dazu, solche Tumoren, wenn sie denn verdächtig auf einen bösartigen oder gerade eben bösartigen Tumor sind, vorher zu biopsieren. Nicht zuletzt sehen wir mit der Biopsie dann immer wieder Läsionen, die gar keine Tumoren sind und überhaupt keine operativen Therapie bedürfen. Entzündungen der Muskelfaszie zum Beispiel. Eine Ausnahme sind sicher auch in der Magnetresonanztomographie, dem MRT, als sogenanntes atypische Lipom bezeichnete Weichteiltumoren. Diese sind zwar auch gerade eben bösartige Fettgewebstumoren, sie werden jedoch wie ein gutartiges Lipom nur ausgeschält, Anführungszeichen auf zu. Eine Vorbehandlung findet nicht statt, ein Sicherheitsabstand wird nicht geplant. Entsprechend kann, wenn das MRT hier eindeutig ist, ausnahmsweise auf die Biopsie verzichtet werden, dass sich das Vorgehen gegenüber einem gutartigen Tumor, einem Lipom, auch bei den oft relativ großen Befunden nicht ändert. Gleiches gilt auch bei bestimmten Knochentumoren, die eigentlich gutartig aussehenden Knorpeltumoren im Knochenmarkraum, die manchmal aber beim Erwachsenen über die Jahre wachsen, also eine klare Wachstumstendenz haben und deshalb als atypischer kartilaginärer Tumor bezeichnet werden. Das ist ein gerade eben bösartiger Tumor. Auch hier wählt man heutzutage lediglich die Kürtage, gegebenenfalls mit zusätzlicher Verätzung, mit Alkohol oder Phenol oder was auch immer, der Knochenränder. Eine Biopsie bringt hier keine weitere Klarheit, da der Pathologe zwischen gutartig und gerade eben bösartig bei diesen Knorpeltumoren nicht unterscheiden kann.
Es gibt auch Knorpeltumoren, die in der Bildgebung schon eindeutig bösartig sind und in der Magnetresonanztomographie eindeutig als Knorpeltumor zu erkennen sind. Hier kann man aber nur dann, wenn die Untersuchungen eindeutig sind, auf eine Biopsie verzichten und den Tumor direkt, dann aber weit im Gesunden entfernen. Wie machen wir nun generell die Biopsie? Früher haben wir in Narkose einen kleinen Schnitt gemacht und den Tumor eröffnet und dann eine größere Menge an Material zur Histologie eingeschickt. Damit geht zwangsläufig aber eine gewisse Streuung der Tumorzellen in die nähere Umgebung einher. Deshalb muss man bei der dann nachfolgenden Entfernung des Tumors den gesamten Biopsiebereich dieser Inzisionsbiopsie mit entfernen. Hier können Zellen noch drin sein. Vorteil ist natürlich auch, dass man bei diesem Vorgehen Material für wissenschaftliche Zwecke gewinnen kann, frisches Tumormaterial. Auch deshalb wird dieses Verfahren von einigen Zentren präferiert. Bereits in den 90er Jahren zeigte aber eine Publikation aus einem großen amerikanischen Tumorzentrum, das war Boston, dass bei 600 offenen Biopsien auch dort ein Diagnosefehler von 13%, also falsche Diagnose, bei einer Komplikationshäufigkeit von 16% vorlag. Mittlerweile ist die Genauigkeit natürlich durch die Fortschritte in der histologischen und auch molekularbiologischen Untersuchung der Proben deutlich besser geworden. Interessanterweise fand man aber damals, dass bei 3% der Patienten unnötig amputiert werden musste, da die Biopsie vorher in einem nicht spezialisierten Tumorzentrum zu ungünstig geplant durchgeführt wurde. Die Biopsie ist ja an und für sich ein relativ einfacher Eingriff. Ihre Planung ist jedoch gar nicht einfach und muss den endgültigen operativen Eingriff mit berücksichtigen, um zu vermeiden, dass Gewebestellen mit dem Tumor in Kontakt kommen, die später vielleicht nicht entfernt werden können oder Funktionsausfälle entstehen würden, wenn man Nerven zum Beispiel entfernt. Die Sorge der Patienten vor der Biopsie ist deshalb durchaus zu verstehen. Entsprechend sehen wir es gerne, wenn bereits die Biopsie an unserem Zentrum durchgeführt wird. In vielen Tumorzentren, auch bei uns, ist diese offene Biopsie mittlerweile aber ganz von der Stanzbiopsie mit einer dünnen Probenadel oder besser einem kleinen Biopsieapparat abgelöst worden. Das heißt, in Lokalanästhesie, in örtlicher Betäubung, direkt bei der Erstvorstellung, soweit wir die ausreichende Bildgebung vorliegen haben, wird mit einer dünnen nadelähnlichen, mit einem dünnen nadelähnlichen Instrument eingestochen und Gewebe entnommen. Diesen minimalinvasiven Biopsieeingriff kann man äußerst schonend durchführen. Es kommt nahezu nicht zu einer Kontamination der Umgebung. Allerdings lässt sich leider auch nur wenig Gewebe entnehmen. Deshalb bleibt kein Material für wissenschaftliche Forschung übrig. Insofern ist eine von 10 dieser Biopsien nicht aussagekräftig und muss wiederholt werden oder gegebenenfalls dann bei der Wiederholung eine offene Inzisionsbiopsie durchgeführt werden. In einigen Publikationen wird diese Art der Biopsie mittlerweile als Goldstandard bezeichnet. Der wesentlichste mit dieser Art von Biopsie verbundene Vorteil ist das geringe Risiko einer lokalen Tumorstreuung. Die Biopsie kann sofort bei der Erstvorstellung durchgeführt werden. Gegebenenfalls, wenn der Tumor nicht oder schlecht tastbar ist, kann man mit Ultraschall zur Führung der Biopsienadel vorgehen oder sogar eine CT-gesteuerte Biopsie am Becken oder Wirbelsäule fahren lassen. Die offene Biopsie ist trotzdem bei bestimmten Tumortypen, deren Diagnosestellung mehr Gewebe erfordert, das sieht man im Vornherein, eine wichtige und immer mehr zu berücksichtigende Maßnahme. Ganz raus ist sie noch nicht. Wichtig ist, dass gerade bei einer Inzisionsbiopsie, bei der zwingende Biopsiezugang bei der endgültigen Entfernung eines bösartigen Tumors mit entfernt werden muss, diese dann so angelegt wird, dass das auch möglich ist und keine großen plastischen Maßnahmen erfordert. Auch die Ausleitung von Drainagen sollte direkt am Hautschnitt so erfolgen, dass man die Ausleitungsstelle bequem mit entfernen kann. Insgesamt ist die Biopsie immer ein Kompromiss zwischen der Entnahme von repräsentativem Gewebe und der Vermeidung einer Streuung des Tumors in die Umgebung. Problematisch ist das Ganze auch bei jüngeren Kindern. Während Erwachsene oder Jugendliche den Vorgang selbst begreifen, das kann man ihnen erklären, ist bei Kindern dann doch manchmal trotz des minimalinvasiven Vorgehens eine kurze Narkose sinnvoll und besser. Man kann den Sechsjährigen nicht einfach mit der Nadel einstechen.
Bei den Stanzbiopsien ist auch die Komplikationsmöglichkeit deutlich niedriger. Gelegentlich sieht man einmal eine Nachblutung, aber im Vergleich zu den offenen Biopsien ist das Verfahren wesentlich schonender. Hin und wieder fragen die Patienten dann auch, ob man nicht durch eine Blutuntersuchung ebenfalls einen Tumor erkennen könnte. Liquid Biopsy. Bei den typischen Knochen- und Weichteiltumoren ist dieses allerdings aktuell noch nicht möglich. Wir arbeiten dran. Bei den Karzinomen, die manchmal auch in den Knochen metastasieren und wieder Brustkrebs oder zum Beispiel Prostatakrebs, gibt es natürlich solche blutbestimmbaren Marker, die gibt es auch schon lange. Wenn Sie das Ganze, was ich gerade gesagt habe, noch einmal nachlesen wollen, wir haben auch unsere aktuellen Forschungsergebnisse, die wir publiziert haben, zu diesem Thema für Sie hinterlegt, dann schauen Sie doch auf unsere Homepage www.tumororthopädie-orthopädie-mit-ae-geschrieben.org. Hier haben wir unter dem Stichpunkt operative Therapie auch in der Biopsie oder der Biopsie eine eigene Seite gewidmet. Ich hoffe, Ihnen mit diesem kurzen Video verständlich gemacht zu haben, weshalb wir die Biopsie empfehlen. Und ich hoffe, wir haben Ihnen die Sorge um die Nachteile oder Probleme mit der Biopsie etwas genommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Hans-Ronald Dürr.